Willkommen zurück. So. Ich habe. So. Also. Schauen wir uns das mal an. So. Also ich habe jetzt schon zwei Fabrikoren hier hingestellt, zwei Fabrikators hingestellt. Ich meine, die sind ein bisschen in der Wand verwachsen, aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil ich endlich meine Leiter habe hier, wo ich eigentlich weit genug hochkomme, ne? Aber... Na, ich meine, die sehen ein bisschen... Na gut, ich meine, die sind von der Wand her verstärkt. Er ist natürlich ein bisschen anders da. Ach nee, er guckt was durch. Das sieht natürlich doof aus, ist aber nicht weiter wild, weil... Dann machen wir hier die Wände weg. Das ist natürlich wieder doof hier, ne? Da müsste ich die eigentlich ineinander bauen. Ich krieg gar keine Wand mehr hier hin. Das ist natürlich wieder Schüttenkram. Mein Mutter ist abbauen, ja. Der muss weg und das Vaterband muss weg. So, der Rest ist ja in Ordnung. Ich muss das ein bisschen versetzen, das geht nicht anders. Nee, halt falsch, das war ein Konstruktor, wir brauchen einen Fabrikator. Wie nah kann ich nicht dran bauen, Kollege? Wie nah kann ich dich dran zwitscheln? Besser geht's nicht, oder was? Na, das ist natürlich dürftig, ne? Würde ich mal meinen. Das ist ganz schön dürftig. Könnt ihr jetzt nicht hier zwei Halbletten versauen? Das sind ja fast drei Blätten, die ich da brauche. Richtig so, aber ich setze dich hier ein Stückchen weiter nochmal hier rüber. Also quasi so. Und dann muss ich dich ja noch mal wegreißen. Tja, hier das Freund muss noch mal weg und das Freund muss noch mal weg und dann müssen wir dich noch mal neu hinstellen. Ja, also so, ne, würde ich mal meinen. Dann bin ich mal gespannt jetzt, ob ich das hier neu anbinden kann. Also ich brauche einmal Schrauben, ist klar, ne? So, nehme ich mich von da nach hier. So, dann muss ich ihn hier oben nehmen. Also ihn hier in der Mitte. So, ihn hier, ne? So, was haben wir? So, jetzt muss ich die Rohre mit ihn hier verbinden. So, das sind die Rohre, so, und das sind die Eisenplatten für die Verstärkten. Die kommen hier hin. So, ne? So, jetzt kann ich da oben noch schon Wände hinzimmern. Vielleicht mache ich nur mit auch nochmal Wände hin. Na, das ist ja wieder blöd, der heute. Na gut, ich meine, wir brauchen nur noch hier, ne? Was anderes haben wir die Schrauben ja bisher noch gar nicht gebraucht. Ne? Wenn wir nochmal Schrauben brauchen, haben wir dort ja noch einen Container extra stehen. So, ne? Dann haben wir ja ihm hier noch, den wir anbinden können. Und den zur Not vielleicht auch noch irgendwo. So, dann machen wir hier. Ne, nicht zwei Fundamente, einer reicht. Da dran. Ne, wirst du wohl. Und da dran, ne? Dann muss man leider in der Mitte, kriegt man keine Wände hin, ne? Man kann die ja nicht mittig setzen. Oder? Kann man die nicht mittig setzen? Ne, geht nicht. Kannst du nur noch Runden bauen. Das ist aber, ne? Na gut, dann ist das eben so. Oder wir kriegen dann irgendwann mal die Steuerträger. Die kann ich ja dann hier mit drauf binden, ne? Das muss ja nicht leer stehen hier. Hier ist ja zwar eine Klappe, aber hier ist auch eine Klappe. Na gut, ich meine, müssen wir es eben... Da werden schon dran kommen die Elektriker, wenn euch was kaputt ist, die kriegen die Klappe schon auf, ne? Wenn wir dann mal die Drehung haben. So, dann machen wir hier nämlich, hier wollte ich die verstärkten Eisenplatten machen. Du kriegst von mir schon mal, was ich jetzt eben schon mal rausgezutschelt habe. Und hier. So, du machst die verstärkten Platten. Wenn wir drüber auch noch mal einbauen können, dann bauen wir drüber auch noch eins. Du machst mir die Rotoren, ne? So. Kriegst du mir schon mal 200 Stangen und die restlichen hier. So, ne, ich habe die ganze Zeit laufen lassen. Das Band war, jetzt ist es leer. Jetzt ist es leer. Okay, da konnte es nämlich weg. Das
war nämlich die ganze Zeit nämlich hier, ist immer noch gelaufen, ne? Obwohl ich das ist fast eine Stunde gelaufen. Ach du Schande. Ja, komisch, dass es nicht zusammenfällt, aber. Jetzt stört die Katze das Spiel noch nicht so. Willst du uns da mal weghalten oder was? Da jetzt. So, das kann eigentlich andere nochmal alles weg, ne? Wir müssen ja auf die Höhe kommen hier. Das heißt, hier meine Werkstatt und das ganze Gedöns, das muss jetzt auch nochmal weg hier, ne? Das müssen wir dann nur woanders hinbauen. Ne? Aber jetzt machen wir erstmal hier, dass erstmal hier schon mal ein bisschen was gefertigt wird. Natürlich haben wir jetzt hier einen Heidenabstand, aber was will ich denn anders machen? Ne? Ich hätte es ja näher dran bauen können, aber. Ne? Wir haben mit dem Schrauben dann wieder nicht so gegangen, ne? Deswegen haben wir hier leider so eine kleine Lücke drin. Das ist nun mal jetzt leider nicht anders zu machen, aber das Gute ist, wir können die Stromkabel hier gleich nehmen, ja, ne? Also, der hier geht da drauf. Und dann könnte er ja eigentlich auch nochmal da drauf gehen. So, ne? Dann haben wir nämlich das alles so. Und da ja in jedem von so ein Ding so eine Schnecke drin war, wo ich es abgerissen habe, machen wir die jetzt auch mal erstmal wieder da rein. So, ne? Das andere Seite auch. Halt. Ja. Da rein und volle Suppe. Ne? So. Ne? Das heißt, wir könnten oben drüber auch zur Not auch nochmal welche bauen. Wieso bist du blau? Der ist grün. Wieso? Das stimmt nicht, wenn nicht. Ich hab dich doch. Schnecke ist doch drinne. Wieso leuchtest du dann immer noch grün? Müsste jetzt leuchten oder blau, wohl gerade da. Das heißt, wir könnten Produktion, Fabrikator hier oben auch noch einen hinbauen. Wenn er mir nicht ständig sagen würde, das ist zu steil. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme an, dass das Fundament nicht reicht hier hinten. Stehen bleiben. Ja, dass das Fundament nicht reicht hier hinten. Aber gerade so reicht da oben drauf, ne? Aber gerade so. Das müssen wir sowieso wieder wegreißen, glaube ich. Sonst komme ich nämlich gar nicht an meine Sachen dran. Wände. Wir müssen auf alle Fälle Wände hin. So, ne? Das heißt aber, ich muss den hier wieder wegreißen. In der Hoffnung, dass da der Fabrikator jetzt noch drauf passt. Wände müssen wir da hinmachen. Na, ich muss jetzt hier Wände hinzimmern. Ja, nee, das ist wieder blöd. Da hängen die Wände ja wieder mittendrin. Na ja, gut, hier geht's noch. Ja, gucken wir mal. Na, wir schauen. Na, also, Fabrikator. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ist immer noch zu steil. Hier wird es gehen, also weil hinten das Fundament fehlt. Okay, verstehe. Soweit könnte ich es übergucken lassen. Du kannst noch ein Stückchen rüber. Soweit könnte ich es übergucken lassen. Ist okay. Hier kommt noch. Ja, komm, dann haust du hin. So, was machen wir mit dich jetzt? Da kann ich gar nicht hinmachen, weil nicht geht, aber weil da hinten das Fundament fehlt, oder wie? Was ich da wieder wegreißen werde, oder was? Oder wie hast du das jetzt gedacht? Ist der ernsthaft jetzt, dass ich da ein Fundament hinmache? Was will man da alles mit Streben nochmal ab? Stützen, wenn wir so bald mal so mal haben. Okay, fällt es mir wieder runter, ist klar. Da darfst du nicht, oder was? Wie weit guckst du jetzt nach hinten raus? Ihr seid, du sitzt doch hier total falsch, oder? Du musst doch ein Stückchen mal rüber, Kollege. Das stimmt doch jetzt hier nicht. Das stimmt nicht hier, der muss rüber.
Oh, das stimmt. Ja, sitzt da mit dem und... Ja, passt. Könnte passen. Ne? So. Das heißt, wir könnten dort oben zur Not auch noch mal herstellen, wenn wir es bräuchten. Das ist natürlich blöd jetzt hier, ne? Oh, sieht ein bisschen... es gibt da halbe Dinger oder was? Gibt es da halbe Fundamente? Ne, gibt noch vier riesengroße viereckige Fundamente. Warte mal, aber dreieckig können wir vielleicht nicht. Dreieckig ist aber doof. Nee. Geht nur an der Wand. Ja, das sieht natürlich wieder ein bisschen aus, ne? So ein bisschen sieht es aus, ne? Na, ja, vor allem, wo binde ich denn dich an? Ich kann dich gar nicht irgendwo anbinden. Weil mich da der Fahrstuhl stört. Das ist natürlich wieder nicht prachtvoll. Das ist natürlich nicht schön, ne? Das heißt, ich müsste alle hier vorne hinziehen. Alle, wie sie sind. Sonst geht das nämlich überhaupt nicht. Ja, na gut, dann nochmal alles wegreißen hier. So und so. Und hier nochmal alles. Die hätte stehen lassen können. Die hinteren kannst du wegreißen. So, dann machen wir das nämlich so, so, so. So, so. Das kann bleiben. So, 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 so. Das kann weg. Die Förderbänder reißen wir dann nochmal weg. So, jetzt müssen wir hier einen Komplex dann bauen. Also. Huch, ja, ich wissen, ne. Lass mich doch mal hier nicht immer ständig runterfallen, Mann. Ja, nach da drüben müssen wir dann gucken, wie wir das machen, ne? Ich nehme mal die Base, werde ich da drüben mit hinzimmern. Das war der Angstschuss. Oh, was ist denn los? So, das kommen wir jetzt gut. Ich meine, die meisten sehen es da sowieso dann nicht mehr. Die meisten sehen wir dann eh nicht mehr. Wenn, wir jetzt, wenn das hier mal ein bisschen hohl ist, ist es ja nicht so weiter wild. In der Mitte sieht ja keiner mehr, wenn wir am Rand dann die vollen machen, ne? Und dann kommt da mal einer und zeigt genau mit dem Finger drauf. Hier die Platte, ich weiß, die ist hohl unten drunter, das weiß ich ganz genau. Solche Leute gibt es ja. So, was willst du denn anders machen jetzt, ja? So, jetzt lass mich hier mal nicht ständig runterfallen. So, also, wir müssen jetzt hier quasi nochmal hier nehmen und das bis hier vorne zimmern. Einmal drehen bitte, hätte ich gerne. Nee, so, so, ja. Muss man das quasi so machen, weil die verbrauchen genau zwei Platten. Anderthalb oder Viertel. So, dann ist der hier gleich daneben gezimmert. So, nur wie es geht. Ja, noch mehr geht scheinbar nicht dran. Okay, das heißt, jetzt müssten wir eigentlich. Mann. Wände. Hier, da, dort und da. Okay, die da oben können wir wegmachen. Das ist immer weit genug zum Schuss, glaube ich, ne? Ja. Jetzt hätte ich fast einen Container abgerissen, Freundchen. Viel Spaß oben bei der Kiste dran kommen, ne? Stehen bleiben. So, die können weg. Jetzt hat er fast ein Fundament weggerufen. So, naja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne? Anders wird es jetzt nicht gehen. So, machen wir nämlich hier nochmal Wände. Hier und da und dort und da. Und so. Also, einer Fundament. Komm, vom Gewicht her reicht das scheinbar, ne? Auf Stadion hat er gesagt, da müssen 5 Zentimeter, 5 Meter dicke Wand hin, sonst geht's nicht. Sonst gebe ich dir das nicht frei. Vielleicht meine Decke, eine 5 Meter Decke. Bei den schweren Geräten, aber hier reicht eine 1 Meter Decke, alles gut. Na, zack und zack und na, wirst du wohl, zack, so. Ich lasse mich da jetzt nicht abbringen, ich baue das jetzt übereinander, ne? Was andere nebeneinander machen, mache ich übereinander. So, Produktion. Fabrikator.
Oh, da können wir nämlich das nämlich auch so. Ich weiß jetzt nicht, wie sitzen wir hier überhaupt? Weiter hinten. Weiter hinten, so macht er so oder was? Ja, so. Ja, weißt du wohl. Und sitzt das auch übereinander wenigstens? Ja, so halbwegs, ne? Jetzt schmeißt er mich wieder runter. Oh, ne? Mann, sind wir schon noch fast am Ende hier. So, das heißt jetzt. Also, nochmal. Das weg. Das. Weiß nicht, was du jetzt abgerissen hättest, wenn ich jetzt nicht nochmal geguckt hätte. Was hast du denn da abgerissen? Was ist das für ein Band? Achso, das ist das Band mit dem. Verstehe. So, Vorderband. Wir brauchen. Bauben. Von ihm zu ihm. Von ihm zu. Sehe ich nicht. So macht das gleich automatisch hin, oder was? Zu ihm hin. Warum ist das gelb? Was? Hä? Was stört denn da? Naja, gut. Und von ihm zu ihm, ne? So, und dann nochmal von da nach ihm, ne? So. So ein Kauderwelsch, ja, ist egal, es geht. Ja, ja, kriegt jeder, was er will hier, ne? Gut, jetzt kommt das. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das noch reicht. Jetzt von ihm. Ach, nein, das war nicht hin. Das war falsch. Aber es reicht. Ich habe gesehen, dass es gereicht hat. Es reicht. Ich habe gesehen. Weil das sind jetzt die Rohre, ne? So, und dann von ihm. Was willst du nimmer? Was willst du nimmer? Ja, ne? Das dürfte ja kein stören hier. Nein, stört kein. Ist wunderbar, ne? So. Müssen wir zweimal rühren. Also, das heißt hier. Du machst das da. Warte. Naja, schiebst du mich hier rum. Du machst gleich hier nochmal so ein Schneckchen rein, ne? So. Links eins drin. So, jetzt muss ich aber da oben zu denen. ja, gut, und du machst. Mir hier die Verstärkten. Ne? So. Das heißt jetzt. Das sollte eigentlich auch reichen. Und zwar. Von ihm. Ne, zu ihm. Das ist ja schon mal wunderbar. Und was hast du denn da gemacht? Was ist denn das jetzt so? Wieso hast du denn da jetzt noch einen Ständer dazwischen gemacht? Was soll denn der Mist? Und von da noch hier, ne? So. Wubbeli, wubbeli, schwubbel. So, da haben wir nämlich das. Ist alles angeschließt. Jetzt muss ich nur euch wieder hochkommen. Am schönsten wäre mit dem Förderband, ne? Lass mich mal hier hochklettern, Kollege. Einfach mal hier so. So, also muss ich jetzt unten gucken, oder was? Aber ich muss nach unten gucken, sonst lässt er mich nicht hoch. Ist okay. Also jetzt muss ich ganz nach oben, oder was? Damit der Düsen. Na also, geht doch. Bitte. Lalala, lalala. So, oben angekommen. Machst du mir die Verstärkten? Weil die brauchen wir ja. Wir müssen ja bauen ja gleichzeitig den Strang da drüben auch nochmal hier. Ne? Deswegen mache ich das hier alles doppelt. So, und du solltest mir die Rotoren herstellen. Ne? So, jetzt braucht ihr quasi nur noch Strom. Da läuft es aber hier. Länderspiel. Nur anders läuft nicht runter. Was ist denn da los? Sind die schon voll oder was? Nee. Da ist jetzt gerade eins runtergeschossen, das habe ich gesehen. Aber hier das zweite Förderband hier, das bleibt irgendwie stehen. Ich hoffe, von da nach da kann sein, dass das da auch gleich rüberläuft, dass der da gar nichts runter machen braucht, weil der das gleich noch rüberfließt, ne? Na, gucken wir uns mal an, dann mal schöne Ruhe. Ne? So. Strom. Strom. Hatte ich gesagt, du machst du eben jetzt hier oben den mit, du nimmst den hier mit, ne? Da läuft auch und jetzt noch mal nach unten, ne? So, du hast noch nicht ganz voll. Wieso habe ich denn da verstärkte Platten in der Tasche? Wo habe ich denn die wieder hergezaubert?
Lass das mal da drin, hä? Wieso, wo hab ich die schon mal, wo hab ich die schon mal hergeholt? Ja, ja, komm. Ach nee, du machst da Rotoren. Na, Rotoren habe ich jetzt nicht so viele, ne? Aber wo hab ich die ganz verstärkten Platten her, ne? Abreißen, Robert. So, hier läuft, da läuft. Da laufen sie auch runter. Okay. Naja, wird schon mehr an. Huhu, ahuhu. So, hier wollte ich noch irgendwo noch, hier muss noch eine Schnecke rein, ne? Genau. Weil das waren die, die drüben drin waren in den Maschinen. Ich weiß zwar nicht, ob es die Maschinen waren, weil die stehen ja eigentlich noch, gell? Ja, die stehen noch. 1, 2, 3. Wie soll man da drei stehen eigentlich? Achso, Strom. Strom. Also, du hast noch keinen Platz mehr. Okay, da musst du jetzt Beamsen versorgen. Und bin mal gespannt, bis mal der Strom versorgt. Ja, irgendwann muss mal der Punkt kommen. So, da haben wir das nämlich jetzt auch schon mal schön am Laufen. Bauen wir natürlich aber dann Container, ne? Ist klar. Aber da kommt eh nicht allzu viel, da brauchen wir nicht gar so viele bauen. Ne? So viele hoch brauchen wir es da gar nicht machen. Guck mal, der macht gerade mal 6 Stück pro Minute, das wären 12 pro Minute mit dem. Da oben? Ach nee, der macht, der hat ja keine. Na, warte mal, wie sind es hier? 6, ne? Dann werden es oben 4 sein, oh. Na, das sind das 10 pro Minute, ne? Da werden wir 2 Container übereinander bauen, das reicht ja. Ja, und hier üben, ne? Ja, oder wir bauen 8 oder so ein 4er Turm, ne? Obwohl der nicht allzu viel reingeht. Wie die mir hier wieder runterfällt, ne, weißt du Bescheid. Mach da gleich mal was dagegen. So, einer Fundament reicht. Bis wir vorne in Ecken sind, da macht er dann große hin, dann sieht es schön aus. Dann sind wir die komischen Kopfhose. Also ich habe noch nicht ausgelockt. Ich weiß nicht, ob. Ich weiß jetzt nicht, ob. Ja, die Kakteen dann irgendwann durch den Boden gucken. So, das heißt, das muss auch nochmal alles weg hier. Ich meine, das große tut es mir nicht weh, kann ich eh im Moment noch nicht mit anfangen. Ja. So, also das muss alles nochmal weg hier. Das heißt, unsere Röhren müssen wir nochmal neu bauen dann. Aber das ist ja nicht so schlimm, das sind ja nur die Enddinger. Bauen wir schon das Fundament hier komplett aus, würde ich sagen. Dann bauen wir unser Base hier rüber. Müsste da nämlich doch was reingewachsen, obwohl ich es vorher weggenommen habe. Ja, vielleicht können wir es auch stehen lassen und. Was hast du denn jetzt weggerissen? Was war denn da noch? War gar nicht mehr oder was? So gut, also hier. Bauen wir ein bisschen über. Hm, was hast du denn da wieder gemacht? Mann, ey! Dass du das immer hier draufsetzen musst. Halt. Nur vielleicht brauchen wir es gar nicht wegreißen. Das war wieder prachtvoll. Mann. Weil immer so schnell sitzt. Ja, doch, müssen wir nochmal machen. Mist, den einen. Ja, der andere hängt auch in der Luft. Ja, ihr müsst mich jetzt nicht reinziehen, ne? Ich will jetzt nicht darüber. Ich will ja eigentlich nur was ändern hier. Achso, das sieht jetzt wieder blöd aus hier, ne? Warte nochmal weg hier. Wir gehen nur bis hierher. Weiter geht's nicht. Weiter geht's nicht. So, mal gucken, ob da irgendwo Hohlraum ist. Und dann müssen wir die nochmal ändern. Das sieht sonst doof aus, wenn das so aussieht wie hier, ne? Aber hier kommt ja noch was dran. Hier kommt noch mal einer dran, definitiv. Aber da können wir gleich einen Vierer nehmen. So, das sieht nämlich schon mal gar nicht mehr so abgefressen aus, ne? Naja, 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 gut, okay, ist eben. Aber so, hier guckt wieder Stein durch oder was? Ne? Kein Stein durch, das ist aber.
Das ist aber lieb von dir, Spiel. So, hier muss ein Vierer hin. Weil da kann man nichts mehr hinzimmern. So, und hier müssen wir gucken. Lass mal hier gucken nach so einem Vierer. Ja, das geht noch. Ist okay. So, ne? Ansonsten könnten wir hier auch noch eine Kehrtwende machen und bauen uns nach da drüben hin. Ne? Also nach dahin. So, dahin eben. Ne? Könnten wir sagen, wir bauen hier eine Kurve und breiten uns nach Hüben aus. Wir müssen jetzt nicht alles hier hintereinander zimmern. Das ist jetzt fertig hier. Das ist jetzt leer hier. Kann ich das jetzt abreißen? Das ist aber schön. Na, das war's Fundament, Kollege. Das war der Container. Das war's Förderbrand. Jetzt so, jetzt hast du da ein Riesenproblem, Kollege. Ne? Weißt du, was du da gemacht hast? Ich kann's dir sagen. Genau das. Hm. Oh Mann. Du musst hier nochmal so einen hinzimmern. Das nützt ja nur alles nicht. Das muss jetzt wieder so sein. Das ist natürlich kein Platz in der Tasche, ne? Ah, shit, Mann. Hm. Das ist ja wieder sehr schön, was du da gemacht hast. Ja. So, du hast ja jede Menge eingesammelt schon. Reicht nur nicht, würde ich sagen. Hier ist nochmal. Ah, shit, Mann. Hat er den Container abgerissen? Hm. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Ach, shit. Jetzt vor Aufregung geht es natürlich mit dem Doppelklick oder nicht, weil du zitterst wie so ein Aal. Okay, einmal. Zweimal. Los. Auf zu zittern. So, okay. Hm. Nur die umsonst produziert haben, das muss doch nicht sein. Kommt diese einfach rüber. Kann der das so machen? Ne, macht natürlich nicht. Muss genau so ein Feld treffen, ne? Geht nämlich nicht anders. Hm. Hier. Und hier. So, wieso ist denn der Container jetzt eigentlich größer? Achso, weil die Kiste ja stimmt. Leute. Ja, noch einmal und dann haben wir es fertig. Und dann reißt er das Ding nicht wieder ab. Oder wartet er erstmal? Müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt. Da müssen wir nämlich gleich den nächsten Fabrikator bauen. Dass wir erstmal einen Strang fertig haben. Soweit wie wir bis jetzt hier drüben auch waren. Ne? Würde ich mal sagen. Wo hast du jetzt, Alter? So werden wir es tun. So, jetzt hast du toll gemacht, Freund. Ne, war falsch. So, nee. So. Hier ist noch einer. So, jetzt müssten wir eigentlich alle auf der Tasche haben. Ne? Schade, dass es keinen Knopf gibt, dass du sagen kannst, alles von derselben Sorte, dann nein. So, hier, den wollte ich eigentlich wegreißen. So, jetzt schauen wir nochmal. So, du hast die Rotoren hergestellt, ne? Du hast die Rotoren hergestellt, hast aber noch Schrauben und also ein Schneckchen noch drin. Na gut, dann reißen wir das Schneckchen mal weg. So, dann habe ich natürlich wieder das Problem. Er ist voll. Also, das heißt, habt ihr schon ein Lager hier? Ihr habt noch kein Lager hier, ne? Wo ihr den Scheiß reinklatschen könnt. Na, du bist der, okay, dann machen wir mal ein Dreiertürmchen, würde ich sagen. Das soll ja reichen da dafür, ne? So oft werden wir das nicht brauchen. Denke ich mir mal. Nee, andersrum. Warum ist richtig rum? Wo ist denn jetzt hier dein grüner Strich? Strich? Da war der grüne Strich. Also, so. Drehen, bitte einmal drehen. Was?
So, und dann bitte noch mal einmal ein Grün oben drauf. Oder machen wir gleich wieder ein 4. Okay, ja, wir machen gleich wieder ein 4. Da ist wieder verkehrt rum, der letzte oben. Ne? Der letzte oben ist wieder verkehrt eigentlich. Dann müssen wir das nämlich wieder so machen. So. Eigentlich nicht. Ist er eigentlich verkehrt rum, ne? Aber, oder? Naja, ist verkehrt rum. Der hätte gedreht werden müssen. Verdammte Scheiße, Mann. Druck dem Dicht oder auch mal wieder Mist in der Tasche. Nein. Wie soll's das so? Also so und drüber gucken lassen. So. Und dann. Strom. Ander Strom. Mit dem Pfeil noch anders hinten. Denke mein Genick, Mann. Ich muss ständig da noch gucken. Da noch. Da, so. Also, das läuft. So, jetzt wieder mal. Das Vorderband gedöhnt. Und. So, ne, ist das jetzt richtig rum? Genau, so, du von da nach da und du von da nach, das war falsch, vom Container in Container ist schlecht, vom selben Container in den Container bringt nichts, wir müssen das schon von diesem Container zu diesem Container machen. So, jetzt kannst du das nämlich hier unten reinschmeißen, währenddessen der das von oben reinschmeißt. So, jetzt. Was war mit dir? Was warst du vor einer? Nee. Dich reiße ich nicht nochmal ab. So. Aber dich muss ich abreißen. Da ist ich habe wieder die Taschen voll. So. So, jetzt muss ich dich. Schnell hier rüber fummeln. Und hier jetzt irgendwie da oben einzimmern. Von hier, wo ist der Eingang? Da ist ein Eingang, da passt es wieder nicht. Aber warum passt es nicht? Was fehlt? Ist zu steil? Das ist noch steiler. Aber was ist denn jetzt? Was stimmt denn da jetzt nicht? Vorderband ist zu lang. Willst du mich jetzt veräppeln? Dann kann er zu lang sein. Mann. Ne. Ist doch nicht immer so, Mann. Das wird doch nicht spannend. Voll. Das Vorderband schon voll, ne? Und jetzt passt es nicht. Moment. Das ist zu steil. Ja. Dachte ich mir, ich hab's geahnt. Mann, das kann doch nicht Sparschwein sein, Mann. Jetzt mach das doch einfach mal so, wie ich das haben will, Kollege. Also. Von da kommst du jetzt hier runter. So. Und dann kommst du von da nach. Und weh, das geht jetzt nicht. Vorderband ist lang. So. Und muss ich schon mal eine Taschen leer machen. Die ist mit Sicherheit wieder voll mit den Gedöns hier. Na komm, 100 Stück reichen, wenn ich die in der Tasche habe. Ich habe auch noch auf dem Eisenerz. Wo ich das ganze Eisenerz überhaupt schon wieder her? Ich brauche unbedingt so ein. Weißt schon, so ein. So ein Zerstörer. Ausgerutscht. So. Das war das. Und das heißt, ich weiß aber, dass ich mit einem so ein Förderband ganz nach hinten muss. Ne? Weil wir ganz hinten, da brauchen wir das Zeug nämlich auch. Ne? So viel ich weiß. Brauchen wir das irgendwo da hinten auch noch. An irgendeiner Stelle. Das heißt, ein Förderband muss man hier quer mal hier so irgendwie so oben drüber und hinten wieder runterschmeißen. Entschuldigung. So, der macht das jetzt erstmal so halbwegs voll. So voll wie er es kriegt. So, was hast du gemacht? Du hast gemacht. Die Eisenblei, ich meine die verstärkten, gute Hammer zweimal, da kannst du weg. So, was ist denn hier noch drin? Wie ist auch bloß?
Ach du Schein, da hätten wir verstärkten Eisenblätter auch noch rückgegeben. Na prima. Was hast du denn hier gebaut? Wie sind das alles Einzelteile? Na, noch mehr Müll hier. So, haben wir jetzt alles mit Müll. So, also, du bist noch verstärkt geblättert, das heißt, dich müssen wir zum Verstärken irgendwie noch mit Nein füllen. Die Verstärkten, wo waren die? Das waren die Schuben. Ach, der Verstärkten hat noch gar nicht, ne? Oder? Ne, die Verstärkten haben noch gar nicht. Achso, war wieder zu weit, ja. Machen wir mal gerade, bitte. Ich lass dich mal hier stehen. Das heißt, wir werden dann hier um die Ecke gehen und werden dann wieder hier in Richtung nach hinten bauen. Ne? So würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wir wissen gar nicht so weit weg. Wieso habe ich nicht eigentlich so weit weg gebaut hier? Wieso ist denn das hier so weit weg? Ja, das ist weit weg. Wir haben einen riesen Planeten, nicht aufregen. Wir haben einen riesen Planeten. Wir müssen nicht alles an. Ist schon gut so. Nicht, dass du so anfängst, alles abzureißen, ja. Bleibt jetzt so. Was ist denn jetzt? Nee, ja. Einer muss immer ausreißen. Und das heißt, wir müssen hier um die Kurve dann quasi. So, was. So, dich brauchen wir für. Einmal für hinten irgendwo, das weiß ich. Und einmal für. Diese Teile hier, und da haben wir noch verstärkte Platten gebraucht, ne? Jawohl, so, und da wir ja verstärkte Platten und das alles hier nebeneinander bauen, könnten wir hier eigentlich sagen, wenn der Container nicht mal leer ist, sagen wir bauen hier zwei Konstruktoren oder Fabrikatoren in dieser Richtung. So, wenn das jetzt aber alles ist, was der jetzt braucht, brauche ich doch jetzt hier nur zwei übereinander stellen. Also passt genau auf eine Platte eigentlich. So, genau. So, und du machst ja dann die Geschichte hier, ne? Also diese hier, ne? Machst du ja dann. Brauchst die Rotoren und da, ne? Das haben wir ja. Das ist ja nicht das Thema. Wir müssen nur schon hier noch für die Platten noch einen Container bauen. Das kriege ich mal hin. Aber mach das aber bitte mal genauso in der Höhe mit der. Ein Stückchen rüber noch. Ja, wieso nimmt der den dann so? Ja genau, warte mal, Eingang, ne? Brauchen wir den Ausgang. Drehen, drehen, so. Schicki. Wir brauchen doch jetzt hier den Ausgang. Ja, so. Den nächsten bitte, wieder so. Na, jetzt fehlen wir doch die Konstrukt. Ich meine, hier ist schon ein Konstrukt. Ja, wir müssen da ganz. Nee, hä? Nee, jetzt bin ich hier ganz. Ach, wir müssen hier lang. Genau, wir sind ja schon hier hin. Du bist gedacht, was machst denn du jetzt hier? Den ganzen Kram müssen wir auch noch wegreißen. So, also. Der produziert ja noch schön. So, ich habe ja noch ein Schneckchen in der Tasche. Was machen wir damit? Blub, blub, blub. Ah, alles hängt in der Luft hier. Huch. Ja, hier müssen wir hin, ne? Ja, genau, hier müssen wir hin. So, den kannst du noch wegreißen, den Bruchkenner. Den kannst du noch wegreißen. Ja, ne? Den habe ich ja schon abreißen lassen, weil wir da eigentlich was hinbauen wollten. Ne? Wir wollten da ja eigentlich. Blub, blub, blub. Ne, warte mal, immer hier einen falschen Fehler machen. Ich brauche ja diese Teile hier, ja definitiv hier vorne. Die laufen jetzt dort oben rein, sind aber auch schon voll, oder was? Ne, sie laufen oben rein. Das heißt, ich muss einen Zement von drüben hier rüber kriechen.
Weil hier müssen wir definitiv unsere Stahlträger herstellen, weil wir die Teile ja brauchen hier für unsere Stahlträger. Das heißt, ich müsste dann, da ja jetzt ich sowieso nicht allzu viel verbauen kann, hier einen Splitter reinmachen, hier einen hinstellen, den Zement noch rüberzerren. Dann machen wir das auch schnell, weil das muss ja auch gemacht werden. Also müssten wir jetzt quasi hier irgendwie so. Was sind denn das denn? Nee. Rücken nach hinten, würde ich sagen. So. Könnten wir eigentlich auch zwei nebeneinander bauen, oder? Ich weiß nicht, wie oft wir die Stahlträger brauchen. Das ist ja das nächste. Wie oft brauchen wir die? Ich habe noch nicht alles freigeschaltet. Hier brauchen wir schon mal keine für. Da brauchen wir die. Die müssen wir auch noch machen. So, und da brauchst du was für? Für was brauchst du? Da brauchst du einen Kunden und dir. Die modularen brauchen auch unsere verstärkte Platten und Rohre. Gut, dann reißen wir den wieder weg. Machen wir verstärkte Platten. Das wäre dann nochmal so ein Fall für Hüben. Ne? Das heißt, hier müsste der nächste Fabrikator stehen. Obwohl ich hier noch drei Dinger stehen hätte. Ne? Komplett voll mit. Könnte ich auch nochmal verstärkte Platten herstellen lassen. Oder oben. Zur Not. Ne? Nochmal Schrauben herstellen. Die sind komplett voll. Ja, der oberste arbeitet noch. Die anderen stehen schon. Also das heißt, 1, 2, 3 sind auf alle Fälle schon voll. Hier wird es nicht anders sein. Ja, das heißt, wir könnten auch nochmal Nägel herstellen und nochmal Platten herstellen. Na gut Leute, jetzt gucke ich mir noch mal an fürs nächste Mal. Ne? Danke ich euch mal fürs Zugucken. Wie immer halt, ne? Es wird noch eine Dreiviertelstunde geworden fast. Ja, kann man nicht mehr aufhören, wenn man einmal angefangen hat. Ne? Alles klar, ich kümmere mich drum. Ne? Bis zum nächsten und tschüss.